time and blessed people. I can now share on the second part of the conversation. Amen, gesegnete Leute. Ich kann jetzt mitteilen über den zweiten Teil der Unterhaltung, that the Lord had with me this past night. Die der Herr mit mir hatte diese letzte Nacht. The Lord of hosts. Der Herr der Herrscharen. Now, the Lord Jehovah. Jetzt, der Herr Jehova. The mighty God of Israel. Der mächtige Gott von Israel. This past night again. Diese letzte Nacht wieder. He did bring the virus to me. Brachte er den Virus zu mir. In the dream. In dem Traum. That structure, that 3D structure of the virus you see on TV. Diese Struktur, diese 3D-Struktur, die ihr im Fernsehen sehen könnt. The 3D structure. Die 3D-Struktur. That you see being displayed. Die ihr seht, die dargestellt wird. On TV. Im Fernsehen. The 3-dimensional structure. Die dreidimensionale Struktur. Which has been done by structural molecular biologists, what you see. Die durch Strukturwissenschaftlern gemacht wurde. Strukturmolekularbiologen. Presented on TV. Im Fernsehen präsentiert. That's 3D structure of the virus. Diese 3D-Struktur von dem Virus. The Lord brought that virus to me. Der Herr brachte diesen Virus zu mir. And showed it to me. Und zeigte es mir. It's not the first time he has done this. Es ist nicht das erste Mal, dass er dies getan hat. About 3 days ago again he brought the virus very close to my eyes. Ungefähr vor 3 Tagen wieder brachte er den Virus sehr nah an mein Auge. His hand. Seine Hand. And showed it to me. Und zeigte es mir. And this past night also. Und diese letzte Nacht auch. So it is obvious. Nun, es ist offensichtlich. The prophecy was spoken. Die Prophezeiung wurde gesprochen. And now the Lord has struck. He has struck the nation. Und jetzt hat der Herr geschlagen. Er hat die Nationen geschlagen. And he is still unrelenting. Und er ist immer noch unnachgiebig. The Lord is still unrelenting. Der Herr ist immer noch unnachgiebig. On this plague. Über diese Plage. And let the nations be very careful. Und lass die Nationen sehr vorsichtig sein. This one has the capacity of totally crippling everybody on the ground. Dieser hat die Kapazität dazu, dass total jeder am Boden verkrüppelt. Let the nations repent. Lass die Nationen Buße tun. The nations repent, the Messiah is coming. Die Nationen tut Buße, der Messias kommt. I've spoken about the earthquake that is also coming now. Ich habe über das Erdbeben gesprochen, welches auch jetzt kommt. That will eventually now have to come. Welches letztendlich jetzt kommen muss. But these are the signs. Aber dies sind die Zeichen. These are the marks that the Lord spoke about. Dies sind die Kennzeichen, über die der Herr gesprochen hat. The distress of the moment, the beginning of birth pain. Die Not des Augenblicks, der Anfang der Geburtswehen. And then now into birth pains proper. Und dann jetzt in richtige Geburtswehen. When the church has been taken into rapture. Wenn die Gemeinde in die Entrückung genommen wurde. And so just be careful, blessed people. Und nun seid einfach vorsichtig, gesegnete Leute. Those that really care about their eternity, diejenigen, die sich wirklich um ihre Ewigkeit sorgen. Please take care. Bitte seid sorgsam. And make sure you are holy, for without holiness, nobody will see the Lord. Und stellt sicher, dass ihr heilig seid. Denn ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. Again, this past night, the Lord in his hand, nochmals, diese vergangene Nacht, der Herr in seiner Hand. He brought me that 3D structure of the virus. Er brachte mir diese 3D-Struktur von dem Virus, that you see displayed on TV, welche ihr dargestellt seht im Fernsehen. He brought it to me again. Er brachte es wieder zu mir. This is the second time he has done that. Dieses ist das zweite Mal, dass er es getan hat. Very close to me, very, very close, less than 1 foot. Sehr nah zu mir, sehr, sehr nah, weniger als 1 Fuß. Holding in his hand. In seiner Hand haltend. And so you know that the Lord. Und nun, ihr wisst, dass der Herr. Is using that as an instrument. Er dies als ein Instrument gebraucht. Cause the disobedient nations now to be forced to listen to him. Verursacht, dass die ungehorsamen Nationen jetzt gezwungen werden, zu ihm zu hören. And remember when we get to the fourth seal. Und erinnert euch daran, wenn wir zu dem 4. Siegel kommen. This coming Saturday, when I begin to do the narration. An diesem kommenden Samstag, wenn ich anfange,
die Schilderung zu machen. What happened at the throne position of God? Darüber, was passierte an der Thronposition von Gott. In the throne room of God in heaven. In dem Thronsaal von Gott im Himmel. When we reach the breaking of the fourth seal. Wenn wir das Brechen von dem vierten Siegel erreichen werden. And the release of the fourth horseman. Und das Freilassen von dem vierten Reiter. The pale horseman, his name is death. Der fahle Reiter, sein Name ist Tod. Now when the Lord has instructed and loaded this prophet. Und jetzt, als der Herr angewiesen hat und diesen Propheten geladen hat, with the wrath of God, mit dem Zorn Gottes, and I come and pronounce it to the earth, und ich komme und verkünde es zu der Erde. Remember that fourth horseman has capacity. Erinnert euch daran, dieser vierte Reiter hat Kapazität. He has the mandate and authority. Er hat das Mandat und die Autorität, to bring down one quarter of the population of the earth, ein Viertel der Bevölkerung von der Erde umzulegen. And if this is the beginning of birth pain, und wenn dies der Anfang der Geburtswehen ist, und ihr seht, dass jeden Tag die Leute sterben, Hunderte von Nationen, dann sollte euch dies sagen, dass der Messias kommt. You need to prepare the way. Ihr müsst den Weg vorbereiten. And you don't want to be in the tribulation. Und ihr wollt nicht in der Trübsal sein. And the great tribulation when he that speaks with you. Und in der großen Trübsal, wenn er, der mit euch spricht, will now be operating at max, at full throttle. Jetzt maximal operieren wird, mit Vollgas. To fight for the Lord. Um für den Herrn zu kämpfen. The Messiah is coming. Der Messias kommt. Thank you. Danke.